Im Hinblick auf das Referendum über die neue Verfassung, die von den Abgeordneten Boliviens am 25. Januar genehmigt wird, distanziert sich die Bischofskonferenz Boliviens in einer Pressemitteilung, die am 8. Januar veröffentlicht wurde, von Initiativen einiger Organisationen, die sich selbst Christen nennen. In einem sehr angespannten Klima, in dem die katholische Kirche ständigen Angriffen ausgesetzt ist, rufen die Bischöfe zu Verständnis und zum Dialog auf. Sie fordern auch die Bevölkerung auf, den Gesetzesentwurf gut zu prüfen und ersuchen die Katholiken, sich ihrer Verantwortung als Getaufte gegenüber Jesus zu besinnen. Die Bischöfe stellen gegenüber der Öffentlichkeit des Landes klar, dass die katholische Kirche nicht Mitglied der sogenannten Vereinigung der christlichen Kirchen und der Kirchenunion ist und sie daher nicht mehr an Kampagnen teilnehmen darf, die vor kurzem von diesen Gruppen in Form von TV-Spots über den Verfassungsentwurf des Staates organisiert wurden. Die Bischöfe betonen, dass sie ihre Überlegungen zur neuen Verfassung bereits dargelegt haben, worin sie die Prinzipien und Werte des zivilen Zusammenlebens verteidigen. Sie haben ihren Antrag bei der Verfassungsversammlung eingebracht und den vorgeschlagenen Text in Oruro analysiert. Außerdem fordern die Bischöfe die sozialen und politischen Verantwortlichen auf, die Spaltungen nicht zu vertiefen, keine Konflikte hervorzurufen und Auseinandersetzungen zwischen den Bolivianern durch Botschaften und Kampagnen zu vermeiden, die letztlich den Krieg schüren und die Würde der menschlichen Person verletzen. Die Bischöfe erinnern die Verantwortlichen in den Medien und der Kommunikation an ihre wichtige Rolle zur Information und Beratung der Bürger, um die Ruhe wiederherzustellen, und an ihre Verantwortung für kritische und authentische Informationen. Hablar de la vida es condenar a aquellos que quieren muerte.